wunderschönen Tag. Ich grüße euch zu einer neuen Folge auf der Holzer Map. Der MB fragt, ist ihr dabei? Ja, erstellt das nächste Feld. Das wird in unser Feld Nummer 40. Der Kollege ist natürlich auch erstmal eine Weile dabei. Gucken wir, was steht hier. 5 Minuten. Ja, das passt. Lassen wir den mal ordentlich machen. Mit den Kollegen. Wir haben jetzt erstmal. Was machen wir? Wir können das mal auf dem Feld bestellen. Aber sagt, wir lassen von ihm im Feld bestellen. Und wir werden uns gleich ransetzen. Und werden wir noch ein bisschen shoppen. So, wir brauchen noch Saatgut. Ja, wir sind auf der neuen Version, auf der 1.4.1. Ich weiß nicht, mir ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen ist oder ob es neu ist, weil es wurden ja Veränderungen am Haus vorgenommen. Hier oben. Das ist perfekt eigentlich für Ballen. Ja. Kommt man zwar nicht, mit einem Kompaktlader kommt man leider nicht hoch. Aber natürlich, wenn man den Mod mit drin hat, mit hier Superstärke, kann man natürlich mit einem Teleskoplader die Ballen hier oben reinladen und die dann schön hier ordentlich stapeln. Aber ich kann euch gar nicht sagen, ob das bei der alten Version auch schon war. Oder ob das jetzt nochmal dazu gekommen ist. Ne? Was befüllst du denn? Bei mir steht es immer noch null. Warum steht bei mir null? Saatgut. Oh wie. Hä? Jetzt. Was ist denn jetzt los? Und ich. Hä? Hat ich irgendwas vergessen? Ist auch alles dann. Warum zeigt die mir? Zeigt mir mal 0, ne? Verstehe ich gerade gar nicht. Jetzt zieht doch Geld ab. Aha. Es passiert nichts. Das ist doch jetzt mies. Schon mal mit dem Mod gespielt. Ist auch gar nichts drin. Hä? Ja, dann machen wir es kurz anders. Wir machen jetzt einfach mal hinten das hintere Ding ab. So. Bauen wir hinten alles ab. Jetzt fahren wir mit dem mal nach da hinten. Jetzt macht er. Jetzt kommt auch was rein.
Ich bin mal gespannt, ob das alles so. Dünger können wir wohl auch noch reinmachen. Jetzt wird der schon mal voll. Jetzt gucken wir nach dem Dünger. Dünger haben wir hier hinten. Kommen wir da noch so vorbei. Oh ja. So, Dünger. Jetzt auch noch mal voll machen. Das war ganz schön komisch gerade. Ich muss sagen, ich probiere das erste Mal gerade aus. Ich gerade ein bisschen hochgeschleudert. So. Ah. Sehr schön. Klappt ja doch. So, dann fahren wir mal los. So, ich habe mir jetzt alles nochmal überlegt. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal später für die Kühe brauchen wir ja Stroh. Weizen anbauen, einmal Gerste, damit wir da noch schön Stroh sammeln können. Ich werde mal gucken, also auf jeden Fall hole ich mir jetzt den Unimog. Dazu noch einen Anhänger. Wir brauchen einen Drescher. Ja, und wenn was übrig bleibt, bräuchten wir eigentlich noch einen Traktor. So, wir fahren erstmal zu Feld 20. Das ist eigentlich, glaube ich, mit am besten. Oh, voll mit Unkraut hier. So. Das nehmen wir Unkraut. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch was aktiv. 24 Meter, nee, ist nichts. Ich habe nur 6 Meter. Haben wir da auch schon was? Ja, 6 Meter haben wir doch. Perfekt. Also mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ein bisschen selbst fahren, denn ach, da haben wir sogar noch was vergessen. So geht das. Sieht das doch schon besser aus. So. Lass mal den Kollegen ein bisschen fahren hier.
weiß nicht, warum auch mal das jetzt anders. Warum man hier rundum leuchten an die macht das, aber lassen wir machen. So, kommen wir mal zum Shoppen. So, wir brauchen einmal den Unimog. Der kriegt 3,6, ja, das passt. Und Umleuchter. Oh, der Schatz 4. Obwohl nie ihn reicht. Reifen bleibt normal. Hauptfarbe, die fällt mir auch nicht. Leaf. Meergrün. Nee, nehmen wir mal hier, das Oliv alt. So. Brötchenbrunnen ist egal. Felgen lassen wir so. Was haben wir noch? Auspuff, GPS, Motor. Tammann. 20.000. Ja, lassen wir. Dachaufbau, nö, nö. Nur weg. Ja, recht, denke ich. So, kaufen. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, kommen wir mal zu den Anhängern. Ich habe mir überlegt, ich werde mir den hinten kaufen. Wo ist er? Wo ist er? Da. Da passen auch nochmal 20 rein. Ja, so das und den ja. Haben wir hier auch. Achso, ich habe nur so ein Oliv. Ah, schade. Ach, nehmen wir den. Vielleicht passt es ja halbwegs zusammen. So. Erstmal hier zum Shop. Na ja. Sieht doch nett aus. Gucken, ob auch alles mit dem manuellen Ankuppeln alles so funktioniert. Aber ich Schläuche und so sind nicht. Schon mal gut. So, jetzt müssen wir das Ding nur noch da drunter kriegen und dann hoffen, dass da auch so alles funktioniert. Mit dem Ankoppeln. Ja, wunderbar. Gibt's jetzt auch nichts. Na ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Na, bleibt drauf. Jo. Bleibt alles drauf. Dann geht's einmal zum Hof. Oh, oh, oh. Da kommt da wieder eine Kraft. Ja, und den Hupen. Die Leute haben wir gerne. So. Oberreiter. Geht dann nach Oberreiter. Und jetzt metrischer. Natürlich nehmen wir erstmal den alten Klassiker. Den haben wir auch als Mod noch drauf. Aber der reicht erstmal. Ja, bauen wir GPS mit ein. Was wechselt denn da eigentlich? Ach, der unten, ach, das unten war. Nö, der bleibt so. So, 154.000. Punkt. Dann brauchen wir erstmal, brauchen wir nur das Schneidwerk. Ja. 5,1 Meter. Ist natürlich schon mal ordentlich. So, und ach ja, den ja. Jupp, den brauchen wir auch noch. Holen wir
wir jetzt gleich einen Mais. Maisernte. Hier hinten haben wir ja nichts außer die großen. Das 6er wird er nicht schaffen. Ja, das 3,4er. Ja. Passt, wackelt in der Luft. So. Dann wechseln wir auf die 9. Die gute alte Maschine. So. Als erstes erstmal den Wagen hier vorfahren. Nee, reicht noch nicht. Reicht noch nicht aus. Jetzt passt. Oh, da ist der Kollege schon fertig mit dem Feld. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, bevor ich jetzt hier einfach so los. Nee. Genau so wäre es jetzt falsch rum gewesen. Ich hoffe mal, dass ich hinten rankomme. Wusste ich doch, dass das hier ganz eng wird. Oh, ja. Gut. Machen wir es einfach mal so. Einmal kann man sich auch mal leicht machen, ne? Stimmt, der hat es ja unten. Ja, alles gut. Ein paar Sachen muss man sich immer erstmal gewöhnen. So, jetzt haben wir gleich das Schneidwerk noch. Zu weit ausgeholt. Ach, jetzt habe ich die ganze Zeit nur mit jetzt immer ranhauen hier. Ja, die Folge ist leider schon wieder vorbei. Schon wieder am Ende der Folge. Habt ihr diesmal nicht so wirklich viel zu sehen bekommen. Außer wie ich hier mich abrackere. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schönen Tag noch. Reinhören, abgeklatscht. Tschüss.